Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute möchte ich euch gerne den neuesten Akkustaubsauger vom Hersteller Rowenta vorstellen mit dem Modell XO160 in meinem Fall. Und ja, ihr habt richtig gehört, ein Akkustaubsauger, der aussieht wie ein herkömmlicher Staubsauger. Und diesen wollte ich euch gerne hier im Video etwas näher vorstellen und euch die Vor- und Nachteile dieses Akkustaubsaugers hier zeigen. Und ich würde sagen, direkt nach dem Intro legen wir damit los. Bis gleich. So, fangen wir dann am besten gleich an mit dem Lieferumfang, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was ihr hier für euer Geld bekommt. Und zwar bekommt ihr zwei Akkus hier für das Gerät. Und zwar einer ist hier schon im Gerät drin, hier der zweite, wo ihr auf dem Bild seht. Es gibt hier aber leider zwei und einen Unterschied. Und zwar einer ist größer, der andere etwas kleiner. Wir haben hier den, wo ihr vor uns seht, einen 2000 mAh Akku. Und im Gerät haben wir nochmal einen 2500 mAh Akku. Warum das Rowenta so gemacht hat, weiß ich nicht. Man hätte beide gleich starke hier reinlegen können für das Geld, denn der Staubsauger kostet ja ca. 550 Euro und das ist schon eine Stange Geld. Und da hätte man auf jeden Fall hier zwei gleich starke Akkus mit reinlegen können. Dann haben wir hier ein Netzteil, um die Akkus hier aufzuladen. Ihr könnt den Akku entweder separat aufladen oder hier direkt, der wo im Gerät schon drin ist. Hinten am Anschließen, das zeige ich euch dann, und könnt den Akku, der sich im Gerät befindet, auch aufladen. Dann haben wir hier einmal eine Turbobürste, eine Polsterbürste und eine Fugendüse, mit der ihr verschiedene Oberflächen hier saugen könnt. Eine Bedienungsanleitung natürlich und eigentlich das Wichtigste, eine Fernbedienung. Wozu die Fernbedienung gedacht ist, zeige ich euch auch noch während des Videos und ja, schauen wir einfach mal weiter. Dann haben wir natürlich auch hier unsere Hauptbürste. Da könnt ihr zwischen Hartböden und Teppich ausfinden, indem ihr hier einfach den Schalter umlegt, wie bei anderen Staubsaugern natürlich auch. Außerdem haben wir dann hier nochmal eine Bürste hier integriert und hier weiter oben befindet sich auch nochmal eine, aber ich zeige euch gleich noch, wie das Ganze funktioniert. So, dann schauen wir uns auch ein bisschen noch den Staubsauger etwas näher an, denn es gibt hier auch noch ein paar Besonderheiten. Einmal werdet ihr hier vom Design hier auf jeden Fall direkt positiv überrascht, denn es sieht auf jeden Fall super schick aus, wie ich finde. Aber es gibt auch hier noch weitere Sachen, wo ich euch was sagen möchte dazu. Und zwar haben wir hier insgesamt 58 Räder, die euch damit hier ein 360-Grad-Erlebnis bieten und Freiheit für den Staubsauger, dass ihr den hier auch seitlich bewegen könnt, nach vorne, nach hinten. Er kann auch nicht wirklich kippen, denn er hat unten hier auch noch mal Reifen oder Räder und die halten ihn auf jeden Fall hier in Stellung und nehmen ihn überall mit, wo ihr auch hingeht, ohne Probleme. Hier oben haben wir dann unsere einzelnen Display-Anzeigen, einmal hier, welche Geschwindigkeit ihr hier eingestellt habt, außerdem hier auch noch mal den Akkuzustand von eurem Akku, einmal hier fast leer, halb voll oder voll. Hier dann haben wir dann die verschiedenen Modi. Es gibt insgesamt vier, hier werden bloß drei angezeigt. Einmal Eco-Modus, High-Modus, Max und der allerletzte heißt Boost. Da müsst ihr aber auf der Taste drauf bleiben, sonst schaltet er wieder aus. Das ist also für kurze Anwendungen, für hartnäckigen Schmutz und so weiter. Dann bekommt ihr auf jeden Fall hier nochmal einen richtigen Boost dazu. Und der Motor hat eine 230 Watt Saugleistung. Und die ist relativ stark. Hier vorne wird dann unser Saugrohr einfach angeschlossen. Hier haben wir dann unseren Staubbehälter. Ich zeige euch das auch noch mal ganz kurz. Und zwar hebt ihr hier diesen Hebel so hoch und könnt dann euren Behälter hier rausnehmen. Ich habe jetzt hier schon direkt drin. Ihr seht, hier haben sich auch Haare drin verfangen. Die kann man dann noch lösen.
Ausgeleert wird er auch ganz einfach, und zwar indem ihr hier einfach das hier hochhebt. Ihr könnt diesen Filter, der hier jetzt auch schon verschmutzt ist, abnehmen, auswaschen, genauso wie diesen Filter hier auch herausnehmen und auswaschen. Und dann könnt ihr auch den Rest hier einfach auskippen, das will ich jetzt hier nicht auf dem Tisch machen. Könnt ihr dann diesen 1 Liter Behälter hier wieder sauber machen. Das Ganze ist auch ganz einfach hier wieder reinzubekommen. Legt es hier einfach an, hebe wieder zurück und schon ist auch euer Staubbehälter hier drinnen. Dann schauen wir uns mal hier die Rückseite an. Wir haben hier unser Netzteilanschluss, wie ich vorhin erwähnt habe. Könnt ihr den integrierten oder den Akku, der hier schon drin ist, direkt aufladen. Müsst diesen nicht separat rausnehmen, um aufzuladen. Dann haben wir hier einen Rauschalter. Den müsst ihr leider immer betätigen, wenn ihr den Staubsauger benutzen möchtet. Und hier gibt es ein kleines Problem, und zwar dadurch, dass er so beweglich und so ist, könnt ihr diesen Knopf hier nicht einfach ohne ihn festzuhalten drücken. Das heißt, ihr müsst immer gebückt zum Staubsauger und hier dann gut festhalten und dann drauf drücken, um den Staubsauger hier einzuschalten. So, dann seht ihr auch hier schon die Beleuchtung, dass der Akku hier noch voll ist. Und wie gesagt, ausschalten könnt ihr den dann hier an der Taste. Genauso. Was haben wir noch? Ja, genau. Für die erste Inbetriebnahme des Staubsaugers werdet ihr merken, dass es nicht angeht ohne eure kleine Fernbedienung hier. Die müsst ihr natürlich nicht die ganze Zeit in die Hosentasche tragen. Die wird dann hier oben am Saugrohrende, am Teleskoprohr angebracht. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Ihr müsst euch erst einmal hier mit dem Gerät pairen. Das heißt, ihr müsst einmal hier die Taste drücken, um den Staubsauger einzuschalten. Danach drückt ihr kurz die Max- und die Pause-Taste gleichzeitig zusammen. Dann fängt es hier an zu blinken. Danach drückt ihr auch nochmal hier die Pause-Taste und schon sollte sich die Verbindung hier mit dem Staubsauger hier verbunden haben. Und ihr könnt das Ganze dann hier navigieren. Hier habt ihr, wie gesagt, auch nochmal die ganzen einzelnen 4 Modis von Eco bis Boost. Und hier könnt ihr das Ganze auch auf Pause stellen, wenn ihr gerade mal den Staubsauger nicht benötigt. Wenn ihr das allzu lange auf Pause lässt, schaltet sich das Gerät natürlich irgendwann komplett wieder ab und ihr müsst das Ganze wieder hier hinten an der Taste einschalten. Wie gesagt, er ist wirklich sehr manövrierfähig. Hier hinten habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, das Teleskoprohr mit der Düse hier dran zu hängen. Dann steht das auch alles ganz perfekt und kippt nicht um. Dann gucken wir uns noch hier die Unterseite an. So sieht das Ganze dann hier nochmal von unten aus. Hier haben wir auch nochmal Rollen, wie gesagt. Und hier befindet sich dann unser Akku. Indem ihr das hier Ganze hier aufmacht, kommt ihr dann hier auch an unseren Akku heran. Und ihr seht, der ist hier schwarz, der andere war hier grau. Und wir haben hier einfach einen stärkeren Akku. Wir haben hier, wenn ich das auch richtig gelesen habe, einen 2500 mAh Akku drin, der auf jeden Fall eine größere Leistung bietet. Dann, also für längere Staubsaugen meine ich, kommt das Ganze einfach wieder hier drauf, zack, und schon ist der Akku hier drin. Das ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft, wie ich finde. Genauso hier wie die Taste, die sollte man hier irgendwo oben integrieren, beim nächsten Modell auf jeden Fall, Roventa, merkt euch das. Wie gesagt, die zwei unterschiedlichen Akkus verstehe ich überhaupt nicht und außerdem gefällt mir das auch nicht, dass der Akku hier unten ist, dass man ihn eigentlich doch relativ kompliziert auswechseln muss. Also ich finde das nicht unbedingt sehr, sehr revolutionär, sage ich mal. Ansonsten macht er auf jeden Fall eine gute Figur. Und wir werden den jetzt hier auch gleich zusammen nochmal testen auf dem Laminatboden und auf dem Teppich und auch auf den Polstermöbeln, um zu sehen, wie er da sich so macht. So, ich schließe jetzt hier einfach hier unser Saugrohr hier unten an. Da gibt es hier solche zwei Nippel, die könnt ihr hier reinmachen. Und da könnt ihr auch nichts falsch machen. Und schon ist das Ganze hier an eurem Staubsauger verbunden. So, kommen wir auch hier zu unserer Fernbedienung und dem Griff, wo ihr die Fernbedienung einsetzt. Und zwar haben wir hier eine Aussparung. Hier kommt eure Fernbedienung einfach rein. Und schon könnt ihr das Gerät hier wie einen herkömmlichen Staubsauger benutzen. Die Fernbedienung könnt ihr wegmachen, um zum Beispiel, wenn ihr den Staubsauger nehmt, zum Beispiel um ein Auto, euer Fahrzeugstaub zu saugen, dann könnt ihr die Fernbedienung mitnehmen, denn ihr wollt ja nicht hier das ganze Teleskoprohr mitnehmen zum Auto,
sondern braucht dann eigentlich lediglich hier nur eure Bürste, die entnimmt ihr, indem ihr hier die Entriegelung aufmacht und schon könnt ihr das Teleskoprohr wegmachen und habt hier dann eure kleine, ja, sag ich mal, Saugbürste, mit der könnt ihr dann hier im Auto hier einfach staubsaugen. Aber um es jetzt einzuschalten, braucht ihr dann, wie gesagt, die Fernbedienung separat, die ihr dann mitnehmen könnt. Weiter habt ihr auch die Möglichkeit, hier den Staubsauger an diesem Griff hier herumzutragen, aber kommt nicht auf die Idee, hier an dem Griff hier zu ziehen, denn wie ihr wisst, hier bekommt ihr den Staubbehälter auf. Ist ein bisschen komisch, muss man sich merken, dass das nicht der Griff ist, sondern hier zum Tragen. So, ich glaube, fast alle Futures hätte ich euch gezeigt, bis auf zwei Stück ungefähr, und die zeige ich euch hier, wenn wir staubsaugen. Ich nehme jetzt einfach mal hier das Saugrohr raus, ziehe den Staubsauger ein bisschen zur Seite und wir haben jetzt hier unsere Hauptbürste. Wie gesagt, ihr könnt diese umstellen, wie ihr sie benötigt, entweder für Hartböden oder für Teppiche. Sie wirkt irgendwie zu sehr plastisch, würde ich sagen. Ihr hört hier auch dieses Rumgekreische, ist ein bisschen nervig, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, das hat mir am Anfang etwas Bedenken gegeben zum Staubsauger, muss ich gestehen. Da hat er mir von der Verarbeitung der Hauptbürste sehr, sehr schlecht gefallen. Aber man gewöhnt sich daran, denn er hat auch wirklich auch gute Einsatzmöglichkeiten und Futures, die hier gar nicht mehr so schlecht sind. Ich stelle mal jetzt hier auf, machen wir mal den Eco-Modus. Und ihr hört, er ist super, super leise, es ist wirklich ein sehr leiser Staubsauger. Wir sind aber hier immer noch erst im Eco-Modus, da ist er auch noch nicht so relativ stark, er reicht vielleicht hier gerade mal, um leicht Staub hier wegzusaugen. Das zeige ich mal hier kurz, ich nehme hier die Bürste hier weg. Und ist noch nicht, wie gesagt, relativ stark. Jetzt machen wir mal hier einfach etwas stärker, und zwar gehen wir jetzt hier einmal auf High, das ist der High-Modus. Da pappt es schon etwas besser. Dann haben wir hier noch den Max. Und das seht ihr, da pappt er auch schon sehr gut. Dann haben wir hier nochmal, wie gesagt, den Boost-Modus. Da müsste ich aber hier drauf bleiben. Aber ihr hört schon, dass da auf jeden Fall richtig gut Luft gesaugt wird. Jetzt tun wir das Ganze wieder hier zurück reinklipsen, indem wir das einfach hier unten anbringen. Schon könnt ihr wieder die Hauptbürste nutzen. Wie gesagt, das waren auch die Lautstärken, also ich denke mal wirklich sehr, sehr leise. Das machen wir mal hier einfach auf High. Wobei meistens nutzen wir ihn auf Max, dann machen wir das auch so. Denn auf Max hat er wirklich eine gute Leistung auf jeden Fall und ist immer noch relativ leise. Ich weiß nicht, ihr könnt ihn bestimmt immer noch gut verstehen. Hier für ein Laminat leitet er eigentlich ganz gut über diesen. Beim Teppich geht es auch noch, je nachdem welche Stärke ihr eingestellt habt und natürlich auch ob ihr jetzt hier auf dem Hartboden oder auf Teppich umgestellt habt. Das ist jetzt, ich glaube eigentlich fast schon Hartboden, ich ändere das immer andersrum. Oder ist das hier die Beschriftung falsch? So gleitet er auf jeden Fall viel angenehmer hier über den Hartboden, so wie auch über den Teppich eigentlich. Aber es kommt auch auf den Teppich natürlich drauf an. Das muss man einfach ausprobiert haben. Ich denke mal, dass Teppich nicht so seine Klasse sind. Da ist es auf jeden Fall besser, wenn man hier mit dem Gerät hier Hartboden, also Fliesen, Laminat und so weiter, solltet ihr dann keine Probleme haben. Ihr hört es wahrscheinlich, also wie gesagt, die Hauptbürste, die klingt etwas hier klapprig. Aber gut, man gewöhnt sich dran. Ich meine, jeder Staubsauger hat auch seine Vor- und Nachteile. Das ist jetzt hier bei ihm eher so ein kleiner Nachteil, wie ich finde. Genauso wie dieser Ein- und Ausschaltknopf. Aber hier noch ein weiteres Feature. Und zwar haben wir hier im Griff ein Flexarm, das heißt, wenn ihr hier umschaltet, hier könnt ihr das Ganze hier so kippen,
und kommt jetzt auch hier super unter das Sofa durch oder unter euren Tisch, eure Kommode. Das finde ich auf jeden Fall auch ganz klasse. Das nimmt auch von den anderen Orenta Flex Akkustaubsaugern. Auf jeden Fall super praktisch, da braucht ihr nicht so viel bücken. Und zack, wird das wieder additiert und ist auch wieder schon stramm hier. Ja, ich habe jetzt hier auf dem Polster auch gestern noch ein bisschen rumgeknabbert und da ist ein bisschen direktes Volumen erzielt, um diese Bürste dann wegzubekommen. Gut, dass meine Frau das nicht gesehen hat. Aber ihr seht, ihr findet es hier einfach problemlos. Hier mit der Bürste einfach hier so wegsaugen. Und wenn ihr dann zum Beispiel auch in die Ecken müsst, könnt ihr wie gesagt hier diese Fugendüse hier einfach reinstecken. Und schon könnt ihr damit auch hier in den Ecken diese Fugen hier perfekt hier mit der Fugendüse reinkommen und das Ganze hier staubsaugen. Und hier dann auch noch die Polstermöbeldüse. Die kommt auch einfach hier rein und schon könnt ihr diese hier auch für euer Polster nutzen. Auch perfekt für Tierhaare. Wir haben keine Tiere, aber ich denke, das funktioniert ganz gut hier. Und außerdem habt ihr noch hier diese Turbobürste. Die eignet sich auch sehr gut hier für Tierhaare. Aber wie gesagt, Tiere haben wir hier nicht. Obwohl es manchmal so hier aussieht. Und das klemmt ein bisschen. Da haben sich jetzt hier zu viele kleine Haare oder lange Haare hier drin verfangen, sodass sich diese Bürste jetzt hier gar nicht dreht. Das ist alles kein Problem. Moment, ich schalte mich mal aus, soll man hören wieder? So, ihr könnt das Ganze auch hier einfach unproblematisch eigentlich hier aufmachen. Da bekommt ihr hier das Kunststoff hier auch weg und dann könnt ihr auch an die Haare und könnt das Ganze hier auch reinigen. So, eine Hauptbürste, die könnt ihr auch entfernen, denn ihr habt hier nochmal eine Bürste, so einen verlängerten Arm sozusagen. Und habt das Ganze hier jetzt am Teleskoprohr und kommt damit auch super oben weiter in den Decken, in den Ecken, um Spinnweben und so weiter hier gut wegzubekommen. Wie gesagt, damit kommt ihr dann auch sehr gut hier oben in die Ecken heran und könnt damit sozusagen auch Spinnweben und sonstiges, was da herumkriegt oder fleucht, hier auch aufsaugen. Genauso könnt ihr auch hier zum Beispiel Bilder ein bisschen abstauben. Natürlich mit einer etwas stärkeren Stufe, damit sich das auch, wie gesagt, lohnt, wenn man hier einfach Max oder auch mal auf Boost, wenn es sein muss. Man geht hier einfach mal vorsichtig so drüber und kommt auch an verschiedenen höher gelegenen Ecken gut heran. Ja, vielleicht noch was zum Akku, und zwar gibt hier Rowenta an, dass er bis zu 2 Stunden und 40 Minuten mit zwei Akkus im Eco-Modus aushält. Das kann gut sein, aber ich denke mal, die wenigsten von uns werden hier den Staubsauger im Eco-Modus verwenden, da er da wirklich einfach ehrlich gesagt etwas zu schwach ist, um damit auch wirklich staubsaugen zu können. Die meisten werden ihn auch nicht auf High nutzen, sondern auf Max, so wie wir, weil wenn dann schon mal richtig, um hier auch gleich den größten Dreck auch mit reinsaugen zu können und nicht hier 10 Stunden an einem Fleck zu stehen und versuchen da den Dreck aufzusaugen. Ansonsten gab es, wie gesagt, das eine oder andere, was hier Rowenta besser machen könnte, wie gesagt, mit dem Einschaltknopf. Das finde ich wirklich ein bisschen nervig. Man muss immer den Staubsauger festhalten, weil er so gelenkig und beweglich ist, durch die 58 Rollen, die er hat, oder Räder. Und das wäre eine bessere Lösung, hätte man den Ein- und Ausschalter oben angebracht. Dann hat er wirklich sehr viel Zubehör, wie ich finde, auch hier ein zweiter Akku, wie gesagt, zur Not. Ein Akku mit 2500 mAh, den ich hier schon drin habe, der reicht jetzt hier bei uns für eine Saugung der Wohnung von 98 Quadratmetern ungefähr. Wenn man jetzt nicht unbedingt an einer Stelle viel zu lange braucht und vielleicht noch oben die
Decken und so weiter absaugt, dann kommt man damit wirklich zurecht. Ansonsten kann es schon sein, dass ihr auch einen zweiten Akku immer einlegen müsst, um die ganze Wohnung dann staub zu saugen. Ja, wie gesagt, wir haben hier wirklich auch sehr viel Zubehör. Gut gefällt mir auch hier diese flexible Bürste, Teleskoprohr nenne ich das mal, damit man hier auch gut unterm Boden, unter den Möbeln, unter den Tisch runterkommt, ohne sich viel dabei anstrengen zu müssen und zu bücken. Das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Dann finde ich auch ganz praktisch hier, obwohl es alles gewöhnungsbedürftig ist, hier die Bürste mal schnell abzunehmen und dann mal kurz irgendwo hier den Staub vom Tisch oder die Krümel vom Tisch wegzusaugen, ist auch auf jeden Fall ganz praktisch. Man muss sich alles ein bisschen dran gewöhnen. Ansonsten vereint der Akkustaubsauger natürlich die ganze Freiheit eines Akkustaubsaugers, so dass man ohne irgendwo einen Netzstecker haben zu müssen, das Kabel nachzuziehen und so weiter, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr praktisch. Der Preis ist ein bisschen hoch, wie ich finde. Er ist momentan auf 549 Euro paar zerquetschte. Hier mit der Version mit zwei Akkus, das finde ich schon ein bisschen viel für den Staubsauger. Aber der Staubsauger ist erst rausgekommen. Ich denke mal, dass da der Preis je nach Anfrage auch noch vielleicht ein bisschen fallen wird oder mit dem je oder anderen Angebot noch ein bisschen runtergehen werden. Ja, was gibt es noch zu sagen? Am Anfang war ich, wie gesagt, etwas enttäuscht hier von der Hauptbürste, dass sie etwas so klapprig wirkt und so. Aber wie gesagt, daran gewöhnt man sich wirklich auch mit der Zeit. Denn ich habe mal andere von uns auch angeguckt, die waren auch jetzt nicht viel besser, aber ja, bei dem Preis erwartet man doch ein bisschen bessere Qualität bei der Hauptbürste. Außerdem auch, wie gesagt, bei den Möglichkeiten hier den Teppichboden zu saugen, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Da saugt er sich manchmal etwas fest und geht auch etwas schwergängig. Am Laminat geht er, man hört ein bisschen quietschende Geräusche. Manchmal denkt man, er kratzt auch hier über dem Boden. Das passiert eigentlich nicht wirklich, aber es klingt ein bisschen gruselig, sage ich mal, aber es funktioniert, wie gesagt, und es hinterlässt keine Kratzer, zumindest bis jetzt noch nicht. Das wird sich auch noch zeigen. Wir haben ihn jetzt erst seit 4 Wochen im Einsatz. Ja, sonst gefallen mir hier auch, wie gesagt, diese Räder, die einfache Entleerung hier des Staubbehälters, die Reinigung des Filters. Wie gesagt, wenn ihr das reinigt, solltet ihr das mindestens 24 Stunden trocknen lassen, bevor ihr es wieder verwendet, sonst verstopft ihr hier die einzelnen Löcher und Poren und so weiter sofort wieder mit eurem Staub. Und ansonsten, ja, die einfache Bedienbarkeit ist auf jeden Fall auch hier sehr positiv. Hier die Fernbedienung, damit ihr auch das Gerät hier auch zum Auto-Staubsaugen benutzen könnt, ist auch auf jeden Fall eine ganz positive Sache. Und wie gesagt, wir haben hier ausreichend Zubehör, um alle gängigen Sachen hier auch absaugen zu können. Ja, mein endgültiges Fazit ist auf jeden Fall, ja, fast sehr positiv. Also es gab, wie gesagt, ein paar Rückschläge, wie ich euch gerade noch erklärt habe, mit dem einen Ausschaltknopf, mit dem etwas billig wirkenden Hauptbürste, mit dem Auswechseln des Akkus, dass er unten ist, dass zwei verschiedene Akkus dabei sind. Das ist etwas bisschen, was mich negativ getroffen hat. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich auch daran und man muss sich halt überlegen, ob es einem das wert ist. Man hat hier auf jeden Fall die Freiheit, wie bei einem Akkustaubsauger, der an einem Saugrohr befestigt ist. Hier könnt ihr diesen hier auch überall mitnehmen. Habt einen auswechselbaren Akku. Ihr habt hier alle Bürsten, wie ein herkömmlicher Staubsauger auch. Wird hier alles auf jeden Fall hier vereint. Den Sprung hat eigentlich Rowenta fast damit geschafft. Wie gesagt, ein paar Sachen könnten die ändern mit dem Einschaltknopf und hier mit der Hauptbürste. Die könnte man ein bisschen besser gestalten. Außerdem finde ich halt dieses Akkuwechsel ein bisschen umständlich, dass man hier den Staubsauger umlegen muss, dann von unten ran. Wenn das irgendwie wo seitlich passieren könnte, wäre das besser gewesen. Aber ich bin jetzt hier kein Ingenieur von Rowenta und ich weiß nicht, ob das auch so machbar wäre. Ja, ansonsten bin ich zufrieden mit dem Staubsauger. Ich werde euch das Ganze natürlich verlinken. Ihr könnt es euch gerne nochmal anschauen. Vielleicht habt ihr auch den Staubsauger schon selber und könnt mir auch eure Meinung dazu sagen, wie ihr den findet, ob ihr auch da von dem einen oder anderen Punkt der gleichen Meinung seid wie ich oder ob ihr irgendwie noch was wissen möchtet. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich versuche das so schnell wie möglich hier nochmal rüberzubringen.
Und ich hoffe, das Wichtigste habe ich euch hier zeigen können. Ja, den Akku, die Akkulaufzeit habe ich vielleicht jetzt nicht so wirklich erwähnt. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, welche Stufe Akku ihr wirklich nutzt. Ihr schafft, wie gesagt, mit dem großen Akku bis zu 98 Quadratmeter oder 80 bis 90 Quadratmeter, wenn ihr nicht zu viel an einzelnen Stellen noch den Tisch absaugt und so weiter, kommt ihr, wenn ihr rein fußbodentechnisch nur darüber fährt, auf jeden Fall locker mit dem Akku durch. Und dafür ist ja der Staubsauger auch da, dass man damit einfach mal den Boden kurz hier auf Vordermann bringt. Ja, ansonsten, wie gesagt, freue mich, dass ihr zugesehen habt und auch hier ausgehalten habt. Hier, jetzt hat er sich gerade ausgeschaltet, wie gesagt, er schaltet sich nach einem längeren Nichtnutzen auch wieder aus, um die Batterie zu schonen. Das ist auch auf jeden Fall positiv. Und ja, wie gesagt, bleibt mir gesund. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt und ein Abo. Und mir vielleicht eure Meinung zu dem Staubsauger nennt und wenn ihr Erfahrungen damit gesammelt habt, was für euch positiv oder negativ von dem ist. Und wäre auf jeden Fall cool von euch zu wissen, was ihr davon hält. Ja, bleibt mir gesund, Leute. Schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Bis dann. Ciao, ciao.